bestehen können. Und wir werden dabei auch gar nicht schlecht aussehen. Na, das werden wir sehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter Quidditch Champions mit Spiel Nummer 2 gegen Hogwarts. Ich bin Legion, euer Lieblingskommentator. Overton liegt in der Tabelle hinter Hogwarts. Heute müssen sie sich auf ihre Stärken konzentrieren, um diesen Rückstand noch aufzuholen. Oh, die spielen mit der vollen, mit gemischten. Die Spieler geben alles. Jeder will das erste Tor machen. Ja, ich habe den Pass nicht gekriegt. Ah, ich wollte gerade werfen, weil ich musste noch einmal justieren. Weil ich nicht wusste, wo der Gegner war. Gut, dass ich kein Hüter bin. Nimm mal mit. Dann haben wir einen Pass. Passgeber. Jawohl. Verdammt, die erste Chance haben wir. Ich habe leider auch noch keinen Pass. Fantastischer Pass. Hey. Verdammt, ich habe den Pass nicht durchgekriegt, weil ich zu schnell war. Ich wollte eigentlich doch mit der Sache schnell noch durch. Ja, wir werden die Nummer natürlich, wie gesagt, jetzt mit Durmstrang durchziehen. Mit Bobaton durchziehen. Dann spielen wir mit Durmstrang schon die ersten zwei Platzierungsmatches, mehr oder weniger. Vergiss es. Komm, den kriegen wir doch da durch, oder? Oh, war die Idee wert. Das war die Idee, kleine Idee wert. Aber sie haben nicht mal Malfoy. Sie haben noch nicht mal Malfoy und Harry Potter mit dabei. Und da ist der Wurf. Und das ist ein Tor. Und der erste Punkt für Roger Davis. Der ist erstmal aus Slytherin, oder? Der Quack mit Soße, der ist natürlich aus Ravenclaw. Ich habe keinen Sucher. Was? Wo hat der den hergeholt? So, wir können den Sucher jetzt einsetzen. So, da ist. So. Wir müssen mit der Nummer jetzt. Wir müssen jetzt mehr oder weniger. Tag. Scheiße. Wird das Tor den gleich stoppen und der Quaffel ist drin. Der Quaffel ist drin. Der Chaser, ein Jäger auf Deutsch, hat getroffen. So, Scheiße. Wo ist mein Schatzi? Wo ist mein Schatzi? Komm her! Schatzi! Noch keinen. Das Tor bringt die Führung! Und das war daneben! Jetzt haben wir an! Der Schnatz wurde gefangen! Wir haben den Schnatz gefangen! So, 300 Minuten von 7 sind mittlerweile rum. Aktueller Führungsstand für. Bin ich hier falsch rum? Oh, okay, Eigentore geht's quasi nicht. Ja! Der passt dann am Ende. Erstmal schön das eigene Tor angelegt und dann den verwandelt hier. Übrigens, jetzt, wenn ihr meinen Namen seht, eine Fortschrittsanfrage zu stellen bringt mir nichts. Ich kann sie eh nicht annehmen, weil die gesperrt sind. Der Quaffel wird gepasst.
schöne Parade. Schade. Scheiße. Da stand 50 zu 10. Wir fahren mit 2 Minuten und noch was. Kannst du mal spielen? Nee, ne? So, setz mal den Seeker, also den Sucher ein. Hier kommt der Wurf. Glück können, wer weiß. Aber dieses Abfangmanöver in letzter Sekunde lässt die Punktzahl erst einmal so, wie sie ist. Das war jetzt mal. Da ist der Quaffelpass. Kann mal wer punkten und uns vor der Langeweile retten. Und da ist der Wurf. Das Team aus Beauxbatons hält. Klar, die sind natürlich jetzt auf mich drauf, damit sie am eigenen Mann. Letzte Minute. Klar, das sieht man natürlich. Und damit haben wir's. Damit haben wir auch noch das zweite Spiel gewonnen. Na, damit müsste es eigentlich durch sein. Sogar fast eine Whitewash wird es nicht werden, aber wir haben zumindest den nächsten hohen. Scheiße, ich hätte nicht mitgerne genommen. Das war die Nummer. 3, 2, 1. Klarer Sieg in Hogwarts. Und verliert haushoch. Ihr wart ein tolles Publikum. Ich bin der Quidditch-Experte eures Vertrauens und werde die ganze Woche hier sein. War Hogwarts die 170 Punkte her? Weil rein theoretisch hätten sie ja. Naja. Finde den Schatz 10 Mal. Das werde ich. So, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem nächsten Spiel gegen Durmstrang. Tschüss.